Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur die erste Hälfte von Clinical Journal Club für diese Woche. Und das Bild im New England Journal ist von diesem kleinen Mädchen hier. Die hatte vor 10 Tagen irgendeinen respiratorischen Infekt, irgendeinen viralen Infekt, kriegt dann diesen Ausschlag und so schlangenförmiger, schwieliger Ausschlag, roter Ausschlag, und wir sehen hier auch die Schwellungen hier an ihren Lippen, so ist das eine Form von Urticaria. Und dann werden wir gefragt, was ist es? Erythema multiforme ist nicht Urticaria, so das ist es nicht. Mastozytose kann natürlich mit Urticaria einhergehen, aber das ist eher eine chronische Sache, die nicht unbedingt mit einem Infekt Vorläufer zu tun hat. Henoch-Schönlein purpura sieht ganz anders aus. Urticaria multiforme ist die richtige Antwort und Erythema migrans, Legionärs Krankheit ist dies nicht. So, dies ist ein Beispiel von Urticaria multiforme. Das hatte ich ja als Kleinkind auch. Diese Kinder haben Dermatographismus. Das heißt, man kann mit der Fingernagelspitze Wörter auf die Haut schreiben und die kann man dann lesen. Und sowas hatte ich. So haben meine Feinde mich immer angepackt und haben auf meinem Rücken irgendwelche unverschämten Sachen geschrieben. Das geht dann mit zunehmendem Alter weg, obwohl diese Leute tatsächlich ein bisschen höheres Risiko haben, später ein Lymphom zu entwickeln. Also dies wäre Erythema multiforme, das heißt ein roter Ausschlag, und das kann auch nach Infekten vorkommen, sieht aber anders aus, keine Schwielen. Mastozytose, chronische Erkrankung, haben wir vor ein paar Wochen besprochen, kann auch einen malignen Hintergrund haben mit Mutationen an einer Tyrosinkinase, die heißt KIT. Kann auch zu dieser Lederhaut führen, und hier liegen dann Mastzellen, das sind rundkernige Zellen, die Histamin und unterschiedliche Peptide freisetzen können. Also das ist auch möglich. Dies ist ein Beispiel von Henoch-Schönlein purpura, und das sind tatsächlich solche, gerade um die Haarfollikeln, diese kleinen blutigen Läsionen. Und das geht einher mit IgA-Vaskulitis. Henoch war ein deutscher Hautarzt vor 100 Jahren und Jakob Schönlein hat die erste Abteilung für Innere Medizin an der Charité geleitet, 1860 oder so. Und die beiden haben diesen Zustand unabhängig voneinander beschrieben. Das ist die Leimborreliose oder Erythema migrans, und das sieht natürlich ganz anders aus. Und das hat mit Borrelia burgdorferi-Infektion zu tun und Zeckenübertragung und Ähnliches. Wissen Sie alle. Jetzt das erste Thema ist die Behandlung von Typ-2-Diabetes mit einem neuen Präparat. Das ist im Prinzip ein Analogon von dem glucagon-ähnlichen Peptid 1. Das von bestimmten Zellen im Pankreas freigesetzt wird und unterschiedliche günstige Auswirkungen hat, durch Freisetzung von Insulin und vermindert auch Appetitregelung und hat günstige Auswirkungen auf Leber und wird freigesetzt vom Dünndarm, und ein Analogon davon, von diesem Peptid ist gefunden worden an der Krustenechse, die in Arizona lebt. Die hat eigentlich einen giftigen Speichel, aber dieses Präparat wird rekombinant hergestellt. Und diese sogenannte Inkretine müssen injiziert werden und durchspritzen, und die haben einen günstigen Einfluss auf Blutzucker bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, führen zu Abfall von Hämoglobin A1c. Sie führen zu Gewichtsabnahme, aber ob sie das Leben bei Patienten verlängern, und das ist die Fragestellung in dieser Studie, war nicht bekannt.
Wie Sie wahrscheinlich wissen, die Anzahl an Präparaten, die das Leben verlängern bei Typ 2 Diabetes, beschränkt sich auf Metformin. Das ist in der UK-PDS-Studie wohl mittlerweile 30 Jahre gezeigt worden, aber sonst alle anderen Präparate, die wir haben, zur Verfügung haben, auch das Insulin selber, verlängert nicht das Leben von Typ 2 Diabetiker, obwohl die HbA1c-Werte vielleicht ein bisschen besser aussehen. Also bei dieser Studie sind viele Patienten hier randomisiert worden, sind beinahe 5000 in der Placebo-Gruppe und in der Liraglutid-Gruppe. Und wie wir hier schon erkennen in dieser Tabelle, ist das Ziel erreicht worden, indem der primäre Endpunkt, und hier ging es um einen Sammelsurium-Endpunkt von nicht fataler oder fataler Herzinfarkt, nicht fataler Schlaganfall, Tod durch Herz-Kreislauf-Ursachen. Das war der primäre Endpunkt. Und das ist signifikant verlaufen. Und eine Reihe von anderen Endpunkten waren auch signifikant begünstigt durch die Gabe von Liraglutid. Aber wie wir hier erkennen können, wenn wir den absoluten Unterschied hier uns angucken, obwohl dies statistisch signifikant ist, da 5000 Patienten in beiden Gruppen und die Beobachtungszeit über 4 Jahre sich abspielte, ist der absolute Unterschied zwischen Placebo und Liraglutid eher bescheiden, so dass die Anzahl an Patienten, die behandelt werden müssen, um ein Leben zu retten, ist ungefähr 50. Number needed to treat ist nicht sehr günstig, aber das ist statistisch signifikant. Und insofern ist das schon ein beträchtliches Ergebnis. Das Herz-Kreislauf-Todesursachen, dieses Ergebnis ist auch statistisch signifikant. Wieder mal Number needed to treat so um die 50. Und Tod ohne Rücksicht auf Ursache, auch statistisch signifikant. So, obwohl diese Ergebnisse vielleicht nicht umwerfend sind, es geht ja letztendlich um Typ 2 Diabetes, wo wir im Prinzip wenig außer Metformin zur Verfügung haben, ist dies schon ein beträchtlicher Befund. Und wenn wir uns die Untergruppen hier angucken, Mann, Frau, Alter, Jung oder Älter oder Rassenunterschiede und die HbA1c-Werte im Ausgangswert und eine ganze Reihe von anderen Sachen, sieht das ziemlich ähnlich aus. Das Liraglutid schlägt Placebo. Also das ist schon ziemlich beträchtlich. Und wenn wir uns die Nebenwirkungen hier angucken, das ist natürlich auch wichtig. Hypoglykämie kommt eigentlich ziemlich selten vor mit Liraglutid, aber das ist ein Risiko und das ist auch aufgetreten. Eine Anhäufung von Gallensteine ist bekannt, aber bevor man was wirklich Angst hatte, war die Möglichkeit, dass Pankreasprobleme eher auftreten würden bei der Liraglutid-Behandlung. Das ist in der Vergangenheit schon erwähnt worden. Und Pankreatitis, nicht signifikant. Pankreaskrebs, auch nicht signifikant, aber da waren 13 Fälle von Pankreaskrebs in der Liraglutid-Gruppe und 5 in der Placebo-Gruppe. P-Wert ist 0,06. Also ist man mit dem Hauch gerade vorbeigelaufen an diesem Problem. Also ich glaube, das Risiko, Pankreaskarzinom zu entwickeln, ist nicht vom Fenster. Die Behandlungszeit war ja nur 3,5 Jahre und viele Patienten mit Typ 2 Diabetes würden vielleicht ganz gerne ein bisschen länger leben als 3,5 Jahre. Also dieser Elefant ist im Raum und der ist nicht beseitigt worden. Jetzt in der nächsten Studie ging es auch um Typ 2 Diabetes. Hier geht es um einen SGLT2-Hemmer. SGLT2 ist ein Transporter im proximalen Tubulus der Niere, der zur Natriumrückresorption und Glukoserückresorption führt. Und die Idee hier ist, dass wir den einfach hemmen. Und dann, wenn die Leute mit Typ 2 Diabetes Hyperglykämie kriegen, pinkeln sie halt diese Glukose einfach raus. Es gibt ja auch einen anderen Transporter, der auch im Magen-Darm-Trakt vorhanden ist und auch in der Niere zu einem kleineren Ausmaß, das ist SGLT1.
Da es diesen Transporter noch gibt und da die Filtration von Glucose natürlich abfällt, wenn die Glucosewerte im Plasma fallen, ist die Chance, dass man Hypoglykämie kriegt mit Hemmung von SGLT2, ist nicht gegeben. Also das wird nicht das Problem sein. Und wir würden auch erwarten, dass die SGLT2-Blocker behandelten Leute eher abnehmen, da sie diese Kalorien einfach rauspinkeln. Dann ist natürlich der Gedanke, naja, vielleicht sind dann Harnwegsinfekte ein bisschen häufiger, gerade Pilzinfekte wie Candida albicans, und das ist auch ein Problem. Also es geht um Empagliflozin und hier geht es um Nierenendpunkte. Die Herz-Kreislauf-Endpunkte haben wir vor 3 Monaten schon besprochen. Da war auch ein signifikanter Unterschied zu Günsten von SGLT2-Hemmung im Vergleich zu Placebo. Und jetzt gucken wir uns die Nieren-Endpunkte an. Verdopplung des Kreatininspiegels, Dialysepflichtigkeit und ähnliches. Und hier sind die Patienten. Man hat hier 2:1 randomisiert, sodass in der EMPA-Glyphlozin-Gruppe sind 2-mal so viele Patienten als in der Placebo-Gruppe. Und hier sind die Patienten verteilt. GFR unter 59 Milliliter pro Minute und Patienten über 60 Milliliter pro Minute. Und was wir hier sehen, ist, dass die EMPA-Glyphlozin-Gruppe fährt besser als die Placebo-Gruppe. Und hier liegen die Unterschiede bei so ungefähr 5%. Das würde dann bedeuten, Number Needed to Treat ist so um 20, um diesen Endpunkt Verschlechterung der Nephropathie zu erreichen. Und hier Gesamtendpunkt, hier ist der Unterschied vielleicht 2%. Wenn wir das so gestalten, sodass man es besser sehen kann, war das auch statistisch signifikant. So sieht es so aus, dass man mit Empagliflozin den Verlauf des chronischen Nierenversagens bei Typ-2-Diabetes verbessern könnte. Und da Typ-2-Diabetes die häufigste Ursache ist von chronischen Nierenversagen mittlerweile in allen Ländern, ist das ein positives Ergebnis, muss man schon sagen. Und hier ist Veränderung im Abfall im GFR, ist größer in der Placebo-Gruppe, fällt das schneller ab. Im Vergleich zu diesen 2 Dosierungen von Empagliflozin bei diesen Patienten. Und in Untergruppen war das auch so, sodass dieses ein positives Ergebnis für Empagliflozin. Diese beiden Studien werden von großer Bedeutung sein für die Behandlung von Patienten mit Typ-2-Diabetes. Jetzt Metformin kostet so gut wie gar nichts. Diese beiden Tabletten werden teuer sein. Dann haben wir noch Magen-Bypass als Ausweichsposition. Aber hier sind wenigstens irgendwelche Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Typ-2-Diabetes. Dann Nebenwirkungen waren bescheiden. Das Auftreten von Harnwegs, Blaseninfekten und so gerade im Perigenitalbereich ist häufiger, aber das kann man ja auch letztendlich mit Seife bekämpfen. Und diese Komplikationen hielten sich in Grenzen. Das dritte Paper im New England Journal, hier geht es um von Willebrands Faktor. Und Sie werden sich daran erinnern, von Willebrands Faktor ist ein Peptid, wird von Endothelzellen fertiggestellt, synthetisiert. Und wenn Endothelzellen irritiert sind, beschädigt sind, dann wird von Willebrands Faktor freigesetzt. Es bilden sich Multimere von von Willebrands Faktor. Von Willebrands Faktor bindet auch an Faktor 8 und Faktor 10. Und wenn da offene Stellen sind in der Gefäßwand, dann können diese Multimere da binden und haben auch Bindestellen für Plättchen, sodass man einen Tropfen bildet, sodass die Gefäße dicht bleiben. Und von Willebrands Faktor wird abgebaut durch eine Protease, die heißt Adams 13. Und so kann dann von Willebrands Faktor von einem zirkulierenden Blut entfernt werden. Diese von Willebrands Faktor Multimere. Nun, wir haben schon besprochen, dass genetische Formen von Synthese
Fehlbildung von von Willebrands Faktor ist die häufigste genetische Ursache von Bluten, aber es gibt auch akquirierte Formen von Willebrands Faktormangel. Und eines davon ist ein mechanischer Reiz, der ausgelöst wird durch Shear Stress. Und es stellt sich raus, dass seit 1958, wissen wir dies, anhand von einem wachsamen Kardiologen, der hieß Hyde, der hat beobachtet, dass Leute mit Aortenstenose häufig GI, gastrointestinale Blutungen entwickeln. Und dieser Zusammenhang ist seit 60 Jahren bekannt. Jetzt seit ungefähr 10 Jahren wissen wir, dass dieser Shear-Stress, induziert durch Aortenstenose, zu einem Abbau von Van Willebrands Multimere führt und im Prinzip zu Van Willebrands Faktormangel. Und deshalb die Assoziation zwischen Aortenstenose und Bluten. Das ist eine akquirierte Form von Van Willebrands Faktormangel. Nun, man kann Van Willebrands Faktor messen und ob Multimere vorhanden sind oder nicht, durch diesem schicken Gerät. Ich glaube, das wird sogar bei der Firma Siemens fertiggestellt. Und in dieser nächsten Studie, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, geht es auch darum. Weil es stellt sich raus, Leute mit Aortenstenose werden mittlerweile häufig mit einem Katheterverfahren behandelt, sodass eine Kunstklappe eingebaut wird über ein Katheter. Transaortale Klappenersatz, TAVIR abgekürzt. Und ein Problem mit der TAVIR-Platzierung ist, dass manche Patienten entwickeln eine Aorteninsuffizienz, weil das System nicht dicht ist. Und dies kann man nicht immer hören und merkt man nicht immer. Aber stellt sich heraus, dass dieser Rückfluss über Aorteninsuffizienz führt zu Van Willebrands Faktormangel wegen Shear-Stress. Und was man hier gemacht hat, man hätte ganz gerne bei Leuten, die TAVIR kriegen, sofort gewusst, ob sie Aorteninsuffizienz haben oder nicht. Das kann man mit transesophagealen Echo ganz gut feststellen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man ein zweites Mal reingehen mit dem Katheter, mit dem Ballon und die Klappe nochmal gegen die Wand drücken, um die Aorteninsuffizienz zu verringern. Und das war die Strategie hier. Und das sind zwei Kohorten von Patienten, die diesen Klappenersatz unterzogen worden sind, hier beobachtet worden. Und in der primären Kohorte, diese Leute sind älter, Aortenstenose 80 Jahre alt, Herzinsuffizienz ja, kriegen sie Clopidogrel, was ist der Zustand der Klappe und was ist die Klappenöffnungsfläche und was ist die Auswurffraktion und der Klappengradient und so weiter. Und dann hat man die Klappe ersetzt und man hat sofort nach Van Willebrands Multimere mit zwei unterschiedlichen Methoden geguckt, ob die vorhanden waren oder nicht. Und wenn die vorhanden waren, man hat die Leute auch echokardiografisch untersucht und hatte festgestellt, dass das Verschwinden von Van Willebrands Multimere mit der Aorteninsuffizienz einherging. Und in der zweiten Kohorte, um das zu bestätigen, hat man im Prinzip das Gleiche gemacht und sich nur auf diesen Test verlassen, um Van Willebrands Faktor Multimere feststellen, ja oder nein, um zu sehen, ob man die Ergebnisse in der ersten Kohorte verifizieren konnte in der zweiten Kohorte. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber ich fand es ziemlich elegant. Und was wir hier sehen, ist, hier sind die Leute mit persistierender Aorteninsuffizienz und deren Multimere bleiben niedrig. Und hier sind die Leute, die keine Aorteninsuffizienz hatten, nach der TAVIR-Behandlung, und deren Multimere steigen an zum Normbereich. Die hatten Multimere, als sie Aortenstenose hatten, aber als sie da eine gute Klappe hatten, dann hatten sie es nicht mehr. Aber wenn sie Aorteninsuffizienz hatten, dann sind die Multimere nicht verschwunden oder da sind die Multimere niedrig geblieben. Und wenn sie dann ein zweites Mal behandelt worden sind im Ballon, um die Klappe wieder gegen die Wand zu drücken, dann sind die Multimere zum Normbereich angestiegen. Und diese andere Variation von dieser Abbildung hier ist unten gezeigt und das Endergebnis war ungefähr das gleiche. Dann kann man die beiden Bestimmungen vergleichen, Goldstandard von Willebrands Multimere zu bestimmen oder dieses Gerät.
Und dies ist eine sogenannte Sensitivität gegen einmal minus Spezifizität Kurve, eine sogenannte Rock-Kurve. Und wenn wir hier einen perfekten rechten Winkel hätten, dann wäre dies ein 100% sensitiver, spezifischer Test. Und was wir hier sehen ist, das Gerät ist so gut wie die Bestimmung von Willebrands Multimere mit der Goldstandard-Methode. Und das sieht schon ziemlich gut aus. Und dann gucken wir uns das Überleben der Patienten. Wenn sie, wenn Multimer-Quotient wieder auf, im Normbereich steigt, ist das Überleben der Patienten besser, als wenn das nicht der Fall ist. Weil hier, was wir ja schon wissen, ist, wenn mehr als nur milde Aortendissoziation vorhanden ist, ist das Überleben von den TAVR-Patienten weniger gut, als wenn keine Aorteninsuffizienz vorhanden ist. So, im Prinzip, was diese ganze Studie zeigt, ist anhand dieses Geräts oder wenn man von Willebrands Multimere mit der konventionellen Methode bestimmt, sehen wir, dass von Willebrands Multimere sind ein ziemlich guter Biomarker, wenn ich diesen Ausdruck anwenden darf, für die Anwesenheit von Aorteninsuffizienz nach Klappenersatz mit TAVR. Und das Ganze bietet sich an und sieht ziemlich gut aus. Nächste Paper im New England Journal. Das ist nicht gegeben. Ja. Aber wir wissen, das Auftreten von schweren Blutungen bei Patienten mit Aortenstenose ist bekannt, aber es ist nicht, vielleicht nicht jeder. Aber ich meine, die jetzt eine Aorteninsuffizienz bekommen haben, aufgrund der Die Multimere steigen wieder an, wenn es nicht leckt. Dann sind die im Normbereich. Ja, und wenn es leckt, sind die niedrig und dann haben die Leute im Prinzip einen Willebrandsfaktormangel. Ja, und dann müssen sie haben ein höheres Blutungsrisiko. Aber das wurde nicht beschrieben. Nein. Okay. Nächste Thema ist Psoriasis und das kann bewertet werden mit unterschiedlichen Skalen und die PASI-Skala wird meistens, wird häufig verwendet, das können Sie im Internet auch nachgucken und da geht es um, wie die Psoriasis, was die Fläche ist an der Körperoberfläche, die mit Psoriasis befallen ist. Und im Prinzip wertet man so aus, wie wir auch Brennungsverletzungen an Patienten auswerten. Kopf ist 10% der Körperoberfläche und Torso und Rücken vielleicht 30% und obere Extremitäten 10% und die untere Extremitäten 20%, sowas ähnliches. So kann man den Patienten untersuchen und das dann in so einen Rechner reintippen und den PASI-Wert erheben. Und es gibt aber auch andere Methoden, um Befall von Psoriasis anzuwenden. Physicians Global Assessment Score, genau wie das funktioniert, weiß ich nicht genau, aber diese Sachen sind bekannt. Und es ging in dieser Bericht, es geht um mehrere Studien, um einen Antikörper zu testen gegen IL-17. Und wir wissen, dass T-Zellen eine große Rolle spielen bei der Entstehung von Psoriasis und die Freisetzung von IL-17A spielt hier eine große Rolle in der Vermittlung von Psoriasis und entsprechende Hautentzündung. Und es gibt jetzt einen Antikörper gegen IL-17A und der heißt Ixekizumab. Und diese Patienten sind mit unterschiedlichen Dosen von Ixekizumab behandelt im Vergleich zu Placebo. Und auch die Sicherheit von Ixekizumab ist hier ausgewertet worden. Und die Behandlungsdauer hier ging um Behandlungsdauer von mehreren, von 3 Monaten. Und hier geht es um Physicians Global Assessment Score. Genau wie das läuft, kann ich Ihnen jetzt im Moment auch nicht sagen. Aber was wir hier sehen, ist die Anzahl an Patienten, die einen Wert haben von 0 oder 1, steigt beträchtlich mit der Behandlung von Ixekizumab im Vergleich zu Placebo.
Und dieser PASI-Wert, PASI 90, wäre dann eine 90% Verbesserung in der Fläche, die betroffen ist durch Psoriasis, durch die Behandlung. Und das war mit diesen beiden Dosierungen von Ixekizumab hier auch vorhanden im Vergleich zu Placebo, wo sich nichts verbessert hat. Dann Leute mit einem 100% Verbesserung. Wie viele Patienten waren das? Die gab es auch. Und dies scheint ein großer Erfolg zu sein für diese bestimmte Behandlung, biologische Behandlung von Patienten mit Psoriasis. Das sieht schon ziemlich gut aus. Und da können wir uns auch gucken, wie lange bleibt das so? Und hier sind die Leute über ein Jahr behandelt mit Ixekizumab. Das muss jede paar Wochen bespritzt werden in unterschiedlichen Dosierungen. Und hier können wir der Verlauf dieser Patienten hier beobachten. PASI 100 wäre 100% Verbesserung, PASI 90 eine 90%. Also dies sind beträchtliche Erfolge. Und dann werden die Patienten nach einer gewissen Zeit wieder randomisiert zu entweder weiter mit Ixekizumab oder wieder auf Placebo gesetzt. Und wie wir hier sehen, ist die Erhaltung des Erfolges ist gegeben mit Ixekizumab. Und wenn die Patienten zurück zu Placebo gehen, wird das schlechter. Jetzt, das sieht alles toll aus. Die Frage ist, hat dies Nebenwirkungen? Und die Antwort ist ja. Neutropenie, okay. Candida-Infektion, auch nicht so schön. Aber was einem am meisten gestört hat, ist das Auftreten von entzündlicher Darmerkrankung. Nicht nur Colitis ulcerosa, aber auch granulomatöse entzündliche Darmerkrankung ist hier aufgetreten in der Behandlung durch diesen Antikörper. Und das müsste man dann in Betracht ziehen, wenn eine langfristige Behandlung mit diesem Antikörper hier angewendet werden soll. Und das ist hier alles gegeben. Wie häufig diese Infekte aufgetreten sind, sind hier auch alle, ist auch alles ausgewertet. Aber eines, was mir aufgefallen ist, ist das Auftreten von entzündlicher Darmerkrankung. Und das fand ich ein bisschen beunruhigend bei dieser Behandlung mit diesem Antikörper für Psoriasis. Dann der Übersichtsartikel im New England Journal geht es um die Behandlung von opioidabhängigen Menschen. Und mittlerweile sterben 17.000 Leute an Opioidüberdosierung in den Vereinigten Staaten jedes Jahr. Das sind ungefähr die gleiche Zahl, die an Autounfällen oder durch Schusswaffen erledigt wird. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und in meiner Zeit waren das irgendwelche armen Schlucker, die drogensüchtig wurden und Heroin gespritzt haben. Aber heute werden die Patienten zur Opioidabhängigkeit dazu geführt durch Schmerzmittelbehandlung. Für überwiegend in den Vereinigten Staaten, wenigstens in Europa, ist das nicht ganz so ausgeprägt, obwohl das ist auch im Kommen. Und was soll man mit diesen Menschen machen? Das wird hier in diesem Übersicht, in dieser Übersichtsarbeit diskutiert. Und das alles ist sehr lästig. Nämlich, dies ist ein chronischer Zustand. Man muss damit rechnen, diese Leute werden das den Rest ihres Lebens haben, so wie Typ-2-Diabetes und Hypertonie und Ähnliches. Und die einzigen Aussichten, die wir haben, ist, die müssen irgendwie mit irgendeinem Ersatzmittel behandelt werden, so dass sie nicht rückfällig werden. Und wenn man Opiate absetzt, das heißt im Englischen wird der Ausdruck kalter Truthahn hier angewendet, cold turkey, habe ich auch gelernt als Assistent, die Leute jammern sehr, aber sie sterben nicht daran. Aber es ist verdammt unangenehm, sodass sie sich dann wieder an die nächste Spritze wenden, um diese Symptome loszuwerden. Und was wir zur Verfügung haben, sind Methadon, das spricht den Opioid-Mu-Rezeptor an, oder Buprenorphin, das kann auch angewendet werden. Und ob eines besser ist als das andere, muss ich den Experten überlassen. Aber im Prinzip muss man irgendeine Behandlung gestalten, sodass die Leute, die abhängig sind, mit diesen Sachen wahrscheinlich für immer
abhängig sein werden und die für den Rest des Lebens dann genau wie wir Blutdrucksenker und solche Sachen anwenden, behandeln müssen. Dafür ist die Gesellschaft wahrscheinlich noch nicht vorbereitet, die Leute auf diese Art und Weise zu behandeln. Aber das wird in diesem Übersichtsartikel diskutiert und diese Präparate kann man auch oral geben und Rückfälligkeit ist häufig und da muss man schon geduldsamer Doktor sein und Patienten müssen auch Geduld haben. Das wird hier alles diskutiert. Open-ended and potentially lifelong. Das muss man akzeptieren. Dann der Patient von letzter Woche, den war hier, den ich nicht zeigen konnte, ist dieser mit dieser Zunge. Und wir sehen, dass der Befall ist unilateral und Bläschen hatten sich gebildet. Das ist der die dritte Division des Trigeminus, was hier involviert ist. Und das ist ein Herpes Zoster. Und der Verlauf hier wird auch diskutiert. War nicht so glücklich, aber der ist langsam besser geworden. Dann ist hier dieser Patient aus Polen, der konnte nicht schlucken. So hat man einen Breischluck gemacht. Finde ich ziemlich flott. Und da hat er hier diese Delle im oberen Esophagus und das ist ein aberrenter Zweig der rechten Subclavia, die läuft, wo sie nicht laufen soll. Und das hat man mit diesen sehr schönen CT-Bilder hier computerisiert dann nachdargestellt. Und dann hat man mit dem Patienten da über eine große Thorax-Operation geredet und der hat gesagt, na, hören Sie mal zu, das ist nicht so schlimm mit der Dysphagie. Ich bleib halt lieber so, wie ich bin. Ist der dann nach Hause gegangen. Hier ist eine Frage für Sie. Aus dem New England Journal hat ein Patient ein nicht kleinzelliges Lungenkarzinom und entwickelt das Vena Cava Superior Syndrom. Und da soll man eine Behandlung aussuchen. Und dies ist eine gute Aufgabe für die Strahlenmedizin. Die favorisiere ich eigentlich selten, aber für diese Behandlung haben die vielleicht etwas zu bieten. Wir stecken da jetzt mal Stents rein. Wir stecken Stents rein. Hier ist es übertrieben, sondern in unserer Abteilung. Ja, aber dann kommt die Bestrahlung einfügen. Ja, dann wird der Stent bestrahlt. Weil ist ja egal. Es sein kann, dass durch die Bestrahlung auch gut ist, dass man zu einer Verschlechterung kommen kann. Deswegen muss man prophylaktisch vielleicht den Stent und dann die Bestrahlung kontinuierlich verwenden. Und der Patient im New England Journal ist dieser. Es geht um 46-jähriger Mann. Der entwickelt irgendwelche Schmerzen und in der linken Hüfte und wird geröntgt und das sieht ein bisschen unfreundlich aus, muss ich schon zugeben. Irgendwelche lytische Läsionen hier könnte schon ein Tumor sein. Und dann wird eine Biopsie gemacht und der hat ein Chondrosarkom und die sollte man entfernen. Und das ist gemacht worden und da kriegt er einen Hüftkopfersatz und dieser Tumor ist entfernt. Und während der Operation gibt es einen lauten Knacks. Genau wie die Chirurgen das gemacht haben, weiß ich nicht, aber es gab einen Knacks. Stand so im OP-Bericht. A crack in the femur that occurred during implantation of the prosthesis. Und dann gucken wir uns den OP-Befund aus. Und hier ist das Chondrosarkom. Und das können Sie hier sich genau angucken und die Legende hier lesen. Ich habe nicht so viele von denen gesehen, aber die sind unfreundlich und sollte man entfernen. Na gut, dann geht's dann weiter. Dann geht der zum Aufwachsaal. Und er weigert sich aufzuwachen. Und da sind alle ziemlich sauer. Und der wacht einfach nicht vernünftig auf. Und kriegt er Naloxon, hat vielleicht zu viel Schmerzmittel gekriegt, was weiß ich, hat nicht geholfen. Und hier kriegt er dann, hier sind seine Laborwerte, hier sind die Normwerte hier und wie er aussah eine Woche vor OP und dann 2 Stunden danach und dann 14 Stunden danach ist er immer noch nicht aufgewacht. Hat man ein paar Blutgase gemacht. Das war eine gute Idee. Hier sind auch irgendwelche Enzyme, die sind so grenzwertig, helfen einem auch nicht sehr viel. Aber es stand in diesem Bericht, dass dies bei Raumluft war, was ich mir kaum vorstellen kann,
weil Ärzte, das, was sie am liebsten machen, ist, Leute Sauerstoff zu geben, aus Gründen, die mir nicht immer klar sind, aber dies soll es bei Raumluft sein. Und wir sehen, der hat einen pH von 7,5, das heißt eine H-Ionen-Konzentration von 30 Nanomol pro Liter und hat einen PCO2 von 30, also der hat eine respiratorische Alkalose. Obwohl er nicht hypoxemisch ist, so steht es in diesem Blutgas. Hat ein CRP, ist erhöht, 145, also er hat Entzündung und er hat eine respiratorische Alkalose. Und im Prinzip, das war's. Und dann wird das diskutiert und wird dann auch kriegt er Tachykardie und dass er somnolent, dass er nicht richtig aufgewacht ist und somnolent geblieben ist, haben wir schon diskutiert. Dann werden hier, dann geht er auf ITS und die, geht erst vorübergehend zu den Internisten, die können auch nichts mit ihm anfangen, die machen aber wenigstens hier ein Urinsediment und dann ein bisschen Proteinurie und sind ein paar Zellen und Urin-pH ist 5 und hat 20 Leukozyten und hat ein paar Hyalinzylinder und was man dann letztendlich macht, ist MRT, was denn sonst? Und das wird dann alles diskutiert, was könnte das sein? Und die Differentialdiagnose ist ziemlich schmal, warum Leute nicht aufwachen nach so einer Operation, nachdem es einen Knacks gegeben hat. Und eines, was im Vordergrund steht, ist Fettembolie. Aber was mich furchtbar irritiert hat, ist, warum ist der nicht hypoxemisch? Nämlich, so viele habe ich auch nicht gesehen, aber die sollten respiratorische Alkalose mit Hypoxämie haben, weil diese kleinen Embolien sollten die Kapillaren in den Alveolen beeinträchtigen, aber das war bei diesen Patienten nicht der Fall. Jetzt, was man auch sehen, man sollte nach Petechien nachgucken im Oberkörper. Und warum die nur im Oberkörper sind, ist mir auch nicht eindeutig klar. Aber man sollte in den Achselhöhlen nach Petechien gucken. Jetzt, dieser Patient kam aus Haiti. So kann man es mit den Petechien wahrscheinlich abschreiben und vergessen. Aber man sollte nach Petechien gucken. Aber es sind keine gefunden worden. Und dann geht er zum MRT und er hat lauter weiße Flächen. Und das geht natürlich mit Fettembolie einher. Dann könnte es ja sein, dass die Fettembolien durch einen offenen Foramen ovale dahin gerückt sind. Das wäre ja auch denkbar. Und da ist auch Bildgebung gemacht worden mit Echokardiographie und das konnte nicht 100% ausgeschlossen werden, aber man hat da ein paar Bläschen reingespritzt und konnte das eigentlich nicht belegen. So ist man stecken geblieben mit dieser Diagnose, dass dies ein Fall von Fettembolie nach einer Langknochenoperation gewesen ist. Und Markus, ich muss dich jetzt bitten, dein zweites E-Mail aufzumachen, um Lancet-Datenverzeichnis rauszuholen. Ist schon eine Stunde rum? Ja, ich werde dann schneller reden. Nämlich hier sind auch ein paar interessante Sachen, die Sie gehört haben sollen. Dies nächstes ist von der Gruppe von Salim Yussuf und es geht wieder mal um Salzausscheidung im Urin. Das heißt als eine Reflexion von Salzzufuhr in der Kost und Hypertonie. Und dies ist ein Thema, das will einfach nicht sterben, obwohl ich finde es gar nicht so spannend. Jetzt, dies ist eine riesige Kohorte. 133.118 Individuen, 63.000 mit Hypertonus und 69.000 plus ohne Hypertonus und man hat durch, das nennt man auch in den englischen Sprachraum Spot-Urin, Urinflecken würde das auf Deutsch heißen. Man hat hier eigentlich in Urinflecken ausgewertet, wie viel Natrium drin ist und hat das hochgerechnet, wie viel in 24 Stunden es sein könnte. Und wie wir auch mittlerweile wissen, 24 Stunden Urin geht auch nicht so doll mit, wie viel Salz eigentlich in der Kost war an dem Tag einher. Und das sind Schwachpunkte in dieser Arbeit. Aber wie die Experten das so haben wollen, zu viel Salz muss schlecht sein und das heißt, Herz-Kreislauf-Risiko geht hoch, aber zu wenig Salz scheint auch schlecht zu sein.
So generiert man so eine U-förmige Kurve, sodass alle Experten irgendwie gewonnen haben. Und dann können alle nach Hause gehen. Und dann guckt man bei den Leuten, die keinen Hypertonus haben. Und bei denen, die scheinen Salz sehr gut wegstecken zu können. Aber wenn die zu wenig Salz kriegen, geht deren Risiko hoch. Und dieser Befund hier regt die Salzwelt zur Weißglut auf. Und das ist, um was es geht in dieser Arbeit. Und Sie können sich, wenn dieses Thema Sie reizt, können Sie diese ganze Tabelle hier alleine aufarbeiten. Darum habe ich sie auch dargestellt. Aber darum geht es in dieser riesigen epidemiologischen Arbeit. Und hierüber wird viel diskutiert. Und das, diese Arbeit ist schon länger im Netz. Und es wird hier darüber diskutiert, dass man eigentlich nur Salzzufuhr berücksichtigen müsste bei Leuten, die tatsächlich Hypertonus haben und dass man die normotonen Menschen vielleicht in Ruhe lassen sollte. Aber die Leitlinien sagen was anderes. Und da wir die Leitlinien folgen sollen, ist das alles ein Problem. Und so in einer Nussschale, das ist, was in dieser Arbeit ist. Und einfach Prokrea, und das wird dann hochgerechnet mit einer sogenannten Kawasaki-Formel. Und ungefähr was wir essen. Das ist eine gute Frage. Und es geht hier um, das ist Events, Number, kann ich Urine Sodium Excretion. Also das Optimale ist so Milligrams per Day. Das heißt 4 Gramm Natrium sind 10 Gramm Kochsalz. Und nach Intersalt ist das der Durchschnitt, was der Deutsche jeden Tag zu sich nimmt. Und das habe ich hier, 1 Gramm Kochsalz, 44 Millimol, 1 Gramm Salz, 17,5 Millimol. Und dieser ganze Bereich liegt irgendwo zwischen 4 bis 6 Gramm Kochsalz bis zu 12 Gramm Kochsalz. Und das ist dieser Bereich. Also wenn man so ein normaler Mensch ist, dann sollte man eigentlich friedlich sein. Und das ist hier das Thema und wie die Autoren das interpretiert haben. Das nächste Arbeit wollte ich Ihnen zeigen. Es geht um die metachromatische Leukodystrophie. Und wenn Sie das nicht jeden Tag in Ihrer Praxis sehen, dann haben Sie noch keinen Patienten mit Arylsulfatase A-Mangel. Wenn man dieses Enzym nicht hat, dann werden irgendwelche Galactose-Cerebrosidasen und ähnliches verablagert, insbesondere um den Gefäßen, im Gehirn und anderswo. Und das ist dann im Prinzip eine Leukodystrophie oder eine Speichererkrankung. Und in dieser italienischen Studie hat man diesen Enzymmangel mit einer lentiviralen Gentransfermethode, das ist die echte Gentherapie jetzt, behandelt, um dieses Enzym bei diesen Kindern zu ersetzen, um zu sehen, ob deren Entwicklung sich verbessert. Und ich werde Ihnen diese Daten zeigen. Ich würde es einfach so zusammenfassen, wenn die Hälfte dieser Arbeit stimmt, dann sieht dies ziemlich gut aus. Und was man hier gemacht hat, man will natürlich an diesen kleinen Kindern nicht andauernd das Gehirn biopsieren. So hat man zirkulierende, periphere, kernhaltige Blutzellen hier untersucht, um zu sehen, ob sie dieses Enzym dann exprimieren und ob sie den lentiviralen Konstrukt exprimieren. Und dann hat man die Kinder getestet, wie deren Entwicklung sich abläuft. Und das ist hier alles gegeben. Hier sind die Patienten, das ist eine kleine Zahl. Lentiviren sind ähnlich wie HIV, die sind natürlich bearbeitet, sodass sie nicht schädlich sind. Und das ist auch ein Thema. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Behandlung von, wie heißt diese Krankheit, Wiskott-Albers-Syndrom. Das ist eine neutrophilen Erkrankung und da haben die Kinder spätzeitig dann durch diese Lentiviren alle akute Leukämie gekriegt und sind daran gestorben. War ein nicht sehr schönes Ergebnis, aber
die Vorbereitung von diesen Vektoren hat sich auch verbessert. Und was wir hier sehen, ist hier in diesen zirkulierenden, kernhaltigen, peripheren Blutzellen, abgekürzt PBMCs, sehen wir, dass die Anzahl von Copies per Genome steigt in diesen Patienten an, dass der Vektor vorhanden ist bei diesen Patienten. Da ist natürlich eine Streuung, aber der Vektor ist vorhanden und die ASA-Aktivität, das ist diese Arylsulfatase A, das steigt hier auch an. Und ich finde das ziemlich eindrucksvoll. Und dies ist nach 36 Monaten, diese Auswertung. Und da haben sie auch nicht Gehirn, aber sie haben periphere Nerven hier biopsiert. Können Sie sich selber angucken, wenn Sie das interessieren. Ich bin da nicht gut genug, um diese elektronenmikroskopischen Bilder hier auszuwerten, aber die Autoren meinen, dass hier eine Verbesserung vorliegt. Und dann sind hier lauter MRT-Untersuchungen gemacht worden, die auch auf eine Verbesserung deuten. Und dann hat man Brain MR Scores hier ausgewertet bei unbehandelten Patienten im Vergleich zu Patienten, die diese lentivirale Behandlung bekommen haben. Und dann hat man auch deren Entwicklung über chronologischem Alter sich angeguckt, was die dann leisten konnten. Und wir haben da IQ gemessen und alles Mögliche. Und die Autoren behandeln, dass die Entwicklung dieser Patienten sich maßgeblich verbessert hat, über was man erwarten würde bei nicht behandelten Patienten. Dann das nächste Thema geht es um Gewebesarkom, wie das Chondrosarkom, was wir eben gesehen haben. Leute, die Metastasen haben, wie würde man die behandeln? Und die werden mit Doxorubicin behandelt. Und man hat hier die Vorstellung, dass eine Hämmer von PDGF-Rezeptor A vielleicht den Verlauf verbessern könnte. Und dies ist nicht eine randomisierte Studie. Und es sieht so aus, als hier haben diese Leute Olaratumab bekommen plus Doxorubicin. Und das ist die rote Gruppe im Vergleich zu der blauen Gruppe. Oh. Gesamtüberleben sieht eigentlich, ich würde lieber in der roten Gruppe sein als in der blauen Gruppe. Und dieses progressionsfreies Intervall, wieder mal diese bananenförmigen Kurven. Aber es sieht so aus, als könnte man diese Sarkome hiermit behandeln und vielleicht ein besseres Ergebnis erzielen. Und das war hier in den unterschiedlichen Untergruppen halt, schien so zu sein. Und behaupten die Autoren, dass Toxizität von dieser Behandlung gegen PDGF-Rezeptor A in sich in Grenzen hielt, sodass schwergradige Nebenwirkungen nicht auftraten. Dann diese Krankenschwester heißt Pauline Kafaki und die ist eine Schottin und die will die Welt retten. Die ist 39 Jahre alt. Und die reist zu allen Krisengebieten, um den armen Kranken zu helfen. So war die auch in 2014 in Westafrika dabei, als die Ebola-Epidemie wütete. Und sie hat Ebola-Virus gekriegt und ist zurückgeflogen worden zum Royal Free Hospital in London und hat Ebola-Infektion überlebt, ist dann nach Hause gegangen, war dann 12 Monate okay und dann kam wieder rein mit wahnsinnigen Kopfschmerzen, Krampfanfall und Zeichen von Meningoencephalitis und die hat ein Rezidiv und man geht davon aus, dass Ebola-Virus, dass das Gehirnareal durch Hirnschranke, Hirnblutschranke etwa geschützt ist für Ebola-Virus und die hat ein Rezidiv entwickelt, sodass die CSF-Copies von Ebola-Virus dann hat im Liquor und auch im Plasma und man hat sie nochmal behandelt, wieder im Royal Free, wieder Intensivstationen und dies ist die zweite Episode von Ebola bei dieser Krankenschwester. Und das hat man auch hier im MRT bestätigt und wie das alles aussieht, bin da kein Experte, das müssen Sie dann selber angucken. Aber sie hat ein Präparat gekriegt, was erst in Nature im Januar beschrieben worden ist. Und dies ist eine
ein Medikament von der Firma Gilead ist entwickelt worden. Das wird dann umgebaut in ein aktives Molekül, das die RNA-Polymerase von Ebola-Virus hemmt. Und das ist bei der angewendet. Und dies sind die Ergebnisse bei Affen. Darf man nicht laut sagen, kommt gleich die Tierschützer anmarschiert. Aber die Affen, die dieses Präparat gekriegt haben, sind besser gefahren als die, die es nicht gekriegt haben. Und das Paulinchen hat dieses Präparat gekriegt und die ist noch dabei. Und die ist auch abgebildet worden in Lancet und ich fand das eine ziemlich nette Geschichte. Man hat dann das Virus auch wieder durchsequenziert und in dem zweiten Verfall waren zwei Mutationen in dem Virus vorhanden, aber die Tatsache, dass die ganze Rest der Sequenz das gleiche war, deutet darauf hin, dass dies das Problem war. Dann wollte ich Sie noch erinnern an Sir Percival Pott. Der war ein englischer Orthopäde und der hat Morbus Pott beschrieben. Und das ist Tuberkulose der Wirbelsäule. Und das sieht so aus. Und dieses Kleinkind aus Connecticut, USA, kam rein mit Rückenschmerzen und war auch palpabel und konnte sich nicht mehr richtig bewegen. Und hier ist ein MRT davon. Und dieses Isolat, stellt sich raus, war ein TBC-Isolat von Osteuropa. Und irgendein armer Mann, der im selben Gebäude wohnte, hatte das auch. Und da hatte sie das her. Und das ist Morbus Pott, genannt nach Sir Percival Pott. Review im Lancet ist Morbus Alzheimer. Und wie das so aussieht, wissen wir, haben wir ja schon mehrfach diskutiert und Amyloid-Verablagerung und wie Sie hier sehen, sind jetzt eine ganze Serie von Gene hier, die dafür verantwortlich oder damit assoziiert sind, genau wie das funktioniert. Ist auch nicht so klar. Hier ist Zorla zum Beispiel von Thomas Villeneuve am MDC und diese anderen ApoE4 haben wir schon längst diskutiert. Adam 10 war mir nicht bekannt und dieses Amyloid-Präkursor-Protein wissen wir ja auch und P-Senilin und diese ganzen anderen Sachen, daran wird kräftig gearbeitet. Und unterschiedliche Medikamente, die haben alles mit Amyloid-Verablagerung zu tun, werden jetzt hier angewendet, aber da diese Verablagerungen total unlöslich sind, weiß ich nicht, wie diese Studien ausgehen werden. Haben wir noch 3 Minuten? Ich wollte noch diesen Patienten zeigen. 41-jähriger Mensch aus dem mittlerweile nicht mehr EU-angehörigen United Kingdom. Der kommt rein, hat Symptome seit 5 Tagen und fühlt sich so schlecht und ist auch kurzatmig geworden und produziert ein bisschen gelben Schleim und ist adipös und raucht so ein bisschen vor sich hin und hat ein bisschen obstruktive Schlafapnoe, keine positive Familienanamnese, soll nicht allergisch sein und arbeitet als Weichwareningenieur, hat irgendwas mit Computern zu tun. Lebt mit einer Frau, ist auch nicht schlecht. Und kommt rein, sitzt da in der Notaufnahme, hat eine Temperatur von 39 Grad, Herzfrequenz von 110, Blutdruck, systolischer Druck unter 90, hat eine Sättigung bei Raumluft von 80%. Das heißt, er hat so ein PO2 von 65 oder so, weniger als das. Atmet 40 Mal pro Minute und die stecken CPAP-Maske aufs Gesicht und gucken dann weiter. Und peripher ist, obwohl er eine Kerntemperatur von 39 Grad hat, ist er ziemlich abgekühlt. Kapillarfüllung, Wiederfüllung dauert mehr als 3 Sekunden und ist so peripher so ein bisschen blau. Also dies sieht aus wie Schock. Steckt man einen Katheter in die Blase, aber kommt nichts dabei raus. Das ist auch ein schlechtes Zeichen. Und hat so Rasselgeräusche über beiden Lungen. Und hier sind seine Blutgase. Hat einen pH von 7,14.
hat ein PCO2 von 8,8 Kilopascal. Das ist ein bisschen ärgerlich, außer Sie denken in Kilopascal. Im Prinzip ist das so, 5 Kilopascal wäre ein PCO2 von 40 und der hat 8 Kilopascal. Das heißt, der hat ein PCO2 von so um 70 mm Hg, hat ein PO2 von 9,3 Kilopascal. Na, 15 Kilopascal wäre ein PO2 von 100. So ist er ziemlich hypoxämisch. Er hat ein Bicarbonat von 13, auch nicht doll. Und dies ist eine akute Geschichte hier, hat ein Laktat von 10. So, der hat respiratorische und metabolische Azidose, um dieses pH von 7,14 zu erklären. Macht man ein Röntgenbild. Hoffentlich ist jemand mit ihm gegangen in die Röntgenabteilung, sodass er da nicht geblieben ist. Und sieht so aus. Und was wir hier sehen, ist bilaterale diffuse Infiltrate auf beiden Seiten. Hier können wir das rechte Zwerchfell nicht mehr gut sehen. Vielleicht ist da auch ein bisschen Flüssigkeit vorhanden. Und also dies ist eine akute bilaterale Pneumonie außerhalb des Krankenhauses erworben. Und dann ist die Frage, was tun? Und Sie haben jetzt im Angebot pulmonales Angiogramm, bronchoalveoläre Lavage, auf ETS schicken, Antibiotika, Immunglobuline messen oder ein transthorakales Echokardiogramm machen. Und was wollt ihr denn auswählen hier? Ich hätte Lavage ausgewählt. Ich habe Lavage ausgewählt und bin kläglich gescheitert. Und der ist intubiert worden. Und der muss auf ITS, wenn er zurück ist vom Röntgen. Aber wenn er schon da ist, hätte ich wahrscheinlich auch, ein CT dauert 20 Sekunden, schupp, schupp. Wäre mir vielleicht auch eingefallen, aber ich hätte bronchoalveoläre Lavage gemacht, wäre gescheitert. Die wollten ITS und Antibiotika. Na gut, so ist das gemacht worden. Hat er lauter Antibiotika gekriegt und das soll die richtige Antwort sein, laut der Experten. Aber ich denke, Diagnose ist immer was Gutes. Trotz Antibiotika ist der Blutdruck abgefallen. Ich würde nicht denken, dass Antibiotika jetzt den Blutdruck erhöhen. Haben sie auch nicht. Der Blutdruck ist weiter abgefallen zu 80 zu 40. Dann hat er dann Noradrenalin-Infusion gekriegt. Und dieses Röntgenbild ist dann bevor der Intubation, wird hier so interpretiert, wie wir es ja auch gemacht haben. Und dann wurde er intubiert und ist auf eine Beatmungsmaschine gesteckt worden. Und der braucht eine FiO2 von 90%. Okay. Und dann gucken wir uns hier andere Werte an. Und was wir hier sehen, ist, hier ist ein HB von 15 Zellen, sehen ein bisschen groß aus und hat 19.000 Neutrophilen und Lymphozyten sind da auch abgebildet. Und Plättchenzahl ist ein bisschen abgefallen und PT ist noch okay. Und hier sind irgendwelche Elektrolyte. Man hat sein Magnesium gemessen. Das fand ich ziemlich spannend. Kreatinin steigt an und Harnstoff auch. Und C-reaktives Protein würden wir ja erwarten, dass das erhöht ist. Troponin hätte mich auch nicht überrascht, wenn das ein bisschen erhöht ist, aber es war es noch nicht. Dann nächste Frage. Wie geht's weiter? Was soll man jetzt machen? Hämolyse-Screening, CT, wieder mit der Beatmungsmaschine oder mit jemand, der da den beutelt, während er zum CT geht. Bronchoskopie, Nierenultraschall, Knochenmarksaspiration. Wählt was aus. Bronchoskopie hätte mir immer noch gut gefallen, um diese Lavage zu kriegen, aber die wollten halt keine Knochenmarksaspiration. Er hatte doch eine Leukozytopenie. Wenn ich das jetzt hier so eben gesehen habe. Die Neutrophilen waren. Der war ja, aber hier sind sie ja, okay. Der hat 1,9, ich krieg die, ist nie. Das sind 1,9. Ja, aber bei so einer schweren Infektion, ich glaube, wenn Antibiotika da sind, kann man nicht unterliegende Krankheit haben. Ich hätte wahrscheinlich
Ich hätte immer noch gerne diese wenn man jemand hat, der wirklich gut bronchoskopieren kann, kriegt man, kann er das in 20 Sekunden da ein paar Alveolen da absaugen, um zu sehen, was hier los ist. Aber die Frage wäre, was wollen Sie, weil ich glaube, das ist wirklich eine atypische Keime, also die wirklich eine Konsequenz haben, wären ja Mastocytosis oder deswegen vorne dabei. Ja, ich dachte, eine virale Diagnostik. Und, die ändert halt nicht die Therapie. Vielleicht ist es Ebola und dann können wir mit diesen RNA-Polymerase. Ja, ich meine, warum würde ich ein CT machen? Ich weiß, wie das aussehen wird. Der hat ARDS. Also das ist so ein Aufwand. Ihr wollt ihn jetzt vom vierten Stock wieder in Röntgen und da unten und da sind und der Radiologe im Dienst hat das noch nie gemacht und jetzt steht da, müsst da mitgehen und okay, also das wollten sie haben. Also die wollten ein CT haben, aber ich weiß, wie das aussehen wird. Hier ist es. Wie sieht es aus? Schlecht. Wusste ich. Ja, ich habe das auch nicht gebracht, aber die wollten das. Und was wir hier aber sehen. Ja, und die sind wunderschöne Luftbronchogramme, die man im CT hier wunderbar sehen kann, dass dieses alles Konsolidierung ist auch ein bisschen teurer, Beitrag wussten wir auch schon, und da wird ein bisschen höher gefahren und dann sieht das so aus. Na gut, das war CT. Dann wieder mal Blutgase. Jetzt ist das PCO2 von 8 Kilopascal auf 9 Kilopascal, also schlechter geworden. PO2 ist von 8 Kilopascal auf 6,4 Kilopascal. Aber Bicarbonat ist gleich geblieben. Das ist schon etwas. Und wird jetzt gepiept und kriegt die 100% Sauerstoff. Und jetzt, was nun? Wie geht's weiter? Eine Diagnose haben wir immer noch nicht. Nö, also hat die auch nicht interessiert. Jetzt ist spannend, jetzt mal weiter. Okay, was wollt ihr jetzt machen? NO geben. Bauchlage. Bauchlage. Ihr wollt Bauchlage. Hochfrequente oszillierende Ventilation. Es gibt mehrere Studien darüber. Bringt nichts. Air Pressure Release Ventilation. Das ist mir noch nicht mal bekannt. Oh, der kriegt schon 100% Sauerstoff. Und hier habe ich Treffer erzählt. ECMO. Also der kriegt ECMO. Boom. Gut. Correct. Nämlich dieser andere, der Rest dieses Schnullis bringt alles nichts. Dann kriegt er das. Und dann hier mehr Blutbild. Jetzt sieht er aber ein bisschen mit der Leukozytose, zieht er jetzt nach. Ist ja auch vernünftig. Sollte er ja machen. Aber die Plättchen sehen nicht mehr so doll aus. Die stürzen ab. Und jetzt kommen die D-Dimere vorbei. Und Fibrinogen hält sich noch. Und dann gucken wir uns diese Werte an und Kreatinin 725 Mikromol pro Liter, nicht so doll. Und was nun? Welche Komplikationen von der Sepsis zeigen diese Blutwerte? Hat er Lungenembolus? I don't think so. Multiorganversagen, das sieht ziemlich gut aus. Versagen mit intravaskulärer Koagulation. Ja. Richtig. Leberabszesse unwahrscheinlich, normozytäre Anämie. Nee. Das Schlimmste. Okay, also dies ist schlecht. Und also das war richtig. Und dann erklären Sie uns, warum die D-Dimere hoch ist und warum Prothrombinzeit sich jetzt verlängert. Und jetzt kriegt er eine ganz schlechte Rubrik. Okay, wie geht's weiter? Jetzt sind das die und jetzt auf einmal, und das wäre bei mir nie passiert, ich habe noch nie einen Rachenabstrich
gehabt bei so einem Patienten, der irgendwas gebracht hat, aber die behaupten im Rachenabstrich, von dem sie uns verheimlicht hatten, hätten sie H1N1 identifiziert. Jetzt, Sie werden sich wahrscheinlich nicht an der spanischen Grippe von 1919 erinnern können. Aber man hat diese armen Schweine, die davon gestorben sind, ausgebuddelt und eine Diagnostik bei denen gemacht und die hatten auch H1N1. Und das ist die Form von Influenza, die die spanische Grippe vor beinahe 100 Jahren ausgelöst hat. Also dies ist ein Fall von H1N1. Und Sie haben jetzt genug gelitten. Troponin T fängt dann an zu steigen, ziemlich hohe Werte. Und der wird auch herzinsuffizient und kriegt lauter Rhythmusstörungen und das wird auch alles behandeln. Und braucht der jetzt ASS und Clopidogrel oder ich dachte, wir haben hier genug Probleme bei diesen Menschen mit intravaskulärer Koagulationsstörung. No change for now. Never change a winning team. Gut. Das geht dann weiter. Und ich glaube, sie haben jetzt genug gelitten. Aber letztendlich hier ist ein EKG. Ganz nettes EKG. Ein bisschen P-Pulmonale, hätte ich auch gedacht. Und kleine QRS-Komplexe und vielleicht hat er Perikarderguss. Jetzt wäre es mal vielleicht Zeit, mal ein Echo zu machen, um zu sehen, ob das der Fall ist. Und dann wollen Sie wissen, wie es weitergeht. Und der schnellste Echo ist nicht schlecht, kann man ja anfangen. Und das hat Ihnen auch gefallen. Und dann können Sie dann ein bewegbares Bild davon sehen. Und dann hat er Bisoprolol gekriegt und dieses MRT und das ist ein bisschen später und dies sieht alles schrecklich aus. Aber dieser arme Mensch hat tatsächlich noch Myokardschädigung gekriegt von H1N1, das mit Kalzifizierung einhergeht. Kaum zu glauben, aber dieser arme Mensch hat diese wahnsinnigen Katastrophen überlebt. Und ich dachte, Sie sollten wissen, was die spanische Grippe war und warum so viele Leute damals daran gestorben sind. Und das war H1N1 für heute. Das Herz hat man als direkt zum Herz. Dass er Myokarditis, ja. Haben keine Biopsie davon, aber man dachte, dies ist Folgen. Na, da war so viel los bei diesen Patienten, dass wir nicht genau sagen können, aber letztendlich H1N1. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Okay.